Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Ukraine sind die Konfliktparteien einen Schritt aufeinander zugegangen. Nach 3 Tagen blutiger Straßenkämpfe schlossen Regierung und Opposition eine Vereinbarung, die mit vorgezogenen Wahlen den Weg aus der Krise ebnen soll. Das Abkommen wurde am Nachmittag unter anderem von Oppositionsführer Klitschko und Präsident Janukowitsch unterzeichnet. Radikale Regierungsgegner weigern sich allerdings bisher, den Kompromiss zu akzeptieren. Sie beharren auf einem sofortigen Rücktritt von Präsident Janukowitsch. Mit großer Anspannung hatte man am Maidan auf das Abkommen gewartet. Erleichterung, aber auch Skepsis. Nicht jeder hier ist mit dieser Einigung einverstanden. Präsident Janukowitsch musste doch Neuwahlen zustimmen. Denn die Menschen in der Ukraine verdienen ein besseres Leben und einen besseren Präsidenten. Ich denke, Neuwahlen werden uns helfen, dieses Land so aufzubauen, dass es näher an Europa ist und den Menschen dient. Er hat dieses Abkommen nur unterschrieben, um seine Immunität zu wahren. Er wird sich nun bei der Annäherung an die EU einbringen, während wir nur eines wollen, seinen sofortigen Rücktritt. Er hat der Ukraine quasi den Krieg erklärt. Lange hatten sie um dieses Abkommen gerungen. Ohne das Verhandlungsgeschick der Außenminister von Polen, Frankreich und Deutschland, so Beobachter, wäre eine Annäherung der beiden verfeindeten Konfliktparteien schwierig gewesen. Nach vielen widersprüchlichen Meldungen dann der Durchbruch. Neuwahlen und die Rückkehr zur Verfassung von 2004 sind die Kernpunkte. Wir haben erreicht eine Vereinbarung, ein Agreement, die natürlich nicht allen Erwartungen und allen Vorstellungen entspricht. Aber es war vielleicht die letzte Chance, um einen Ausweg aus der Spirale der Gewalt noch zu finden. Es war das oberste Ziel, das Blutvergießen zu beenden. Alle Schuldigen müssen nun ihre Verantwortung übernehmen. Auf keinen Fall darf die Ukraine zerfallen. Die Reaktionen auf dem Maidan sind gemischt. Zu groß ist das Misstrauen und auch die Trauer. Überall rund um den Maidan und auch in anderen Städten der Ukraine gedenkt man heute der Toten der letzten Tage. Ich hätte gerne mein Leben für sie geopfert. Sie sind noch so jung. Ich bin alt und habe doch schon mein Leben gelebt. Der ukrainische Bischof hat die Toten als Märtyrer bezeichnet. Ein Tag voller gemischter Gefühle in Kiew. Zur Lage in der Ukraine jetzt direkt aus Kiew mein Kollege Udo Lilischkis. Ja, und hier hat sich die Stimmung doch wieder gedreht, nachdem am frühen Abend Hoffnung aufkam, dass der Kompromiss, den die 3 Oppositionsführer unterschrieben hatten, vielleicht doch tragfähig sein könnte, hat sich die Stimmung hier wieder stark gewandelt. Am frühen Abend gab es Hoffnung, als das Parlament mit großen Mehrheiten mehrere Zugeständnisse beschloss an die Demonstranten, eine Amnestie für alle, der Rücktritt des Innenministers, des verhafteten Innenministers hier und auch eine Änderung des Strafgesetzbuches, die die Freilassung von Julia Timoschenko möglich machen würde. Aber als vor einer Stunde etwa die 3 Oppositionsführer hier auf dem Maidan auf der Bühne standen, wurden sie ausgepfiffen. Die Menschen wollten ihnen nicht zuhören. Stattdessen wurden Särge mit toten Kämpfern hier auf die Bühne gebracht und neben die Bühne gestellt. Und dann kam der entscheidende Auftritt eines der Maidan-Verteidiger, der sagte, nein, auf euch hören wir nicht, da wird auf Zeit gespielt. Wir fordern, dass Janukowitsch bis morgen um 10 sein Amt verlässt, sonst stürmen wir das Parlament und zwar mit Waffengewalt. Diese Töne hatten wir fast schon befürchtet und ich denke, dass die Sache hier noch lange nicht so entspannt ist, wie sie heute im Laufe des Tages kurzfristig aussah. Und damit zurück zu Thorsten Schröder in Hamburg. Der Kompromiss im ukrainischen Machtkampf ist international mit Erleichterung aufgenommen worden. Die USA begrüßten die Vereinbarung und forderten deren rasche Umsetzung. Wie es hieß, will Präsident Obama noch heute telefonisch mit Russlands Präsident Putin über die Lage in der Ukraine beraten. Moskau hatte auch einen Vermittler nach Kiew geschickt. Außenminister Lavrov machte in einem Gespräch mit der EU-Außenbeauftragten Ashton noch einmal radikale Regierungsgegner für die Eskalation der Gewalt verantwortlich. Ruhig, fast idyllisch präsentiert sich das Brüsseler Europaviertel an diesem Abend. Gestern noch hatten die EU-Außenminister hier Sanktionen gegen die Ukraine beschlossen. Jetzt also eine neue Situation. In London meldet sich die EU-Außenbeauftragte zu Wort. Jetzt gehe es vor allem um eins, die Gewalt müsse aufhören. Und zwar von allen Beteiligten. Die Vereinbarung ein positiver Schritt.
Wichtig ist die Umsetzung und das wird schwierig. In allem, was wir jetzt tun, müssen wir das ukrainische Volk unterstützen. Es ist eine ukrainische Vereinbarung und sollte auch von ihm umgesetzt werden mit unserer Unterstützung. Finanzielle Hilfe von der EU sei möglich, so Ashton. Was aus den Sanktionen wird, ließ sie offen. Elmar Brok, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament, sagt, ich hätte die jüngsten Entwicklungen nicht für möglich gehalten. Aber es ist ein sehr schwerer Weg, denn das Land ist so dramatisch geteilt, gerade durch diese Ereignisse, durch die Toten, durch die Gewalt. Und hier einen Versöhnungsprozess zustande zu bringen, wird sehr schwer fallen. Und ich glaube, dass man da hilfreich sein muss, dass die Menschen sich so verstehen, dass es wieder ein vernünftiger, friedlicher Prozess innerhalb des Landes wird. Vor allzu großer Euphorie warnt der polnische Ministerpräsident Donald Tusk, ein kurzfristiges Happy End sei nicht in Sicht. Hat die Europäische Union einen Verhandlungserfolg erzielt? Noch ist es wohl zu früh, diese Frage zu beantworten. Bei aller Freude über den Fortschritt ist auch viel Vorsicht zu spüren. Noch ist das nur ein Stück Papier, sagt ein EU-Spitzendiplomat. Vor allem Präsident Janukowitsch muss in den kommenden Tagen und Wochen beweisen, dass er es ernst meint. Auf tagesschau.de können Sie die Ereignisse weiterhin über einen Livestream vom Maidan verfolgen. Außerdem finden Sie dort den Wortlaut des Abkommens und weitere Hintergründe und Analysen. Ein Gericht in Moskau hat 8 Oppositionelle der Anstiftung zu Gewalt gegen den Staat schuldig gesprochen. Ihnen wird vorgeworfen, bei einer Protestaktion gegen Präsident Putin im Mai 2012 Polizisten angegriffen zu haben. Die Staatsanwaltschaft fordert 5 bis 6 Jahre Haft. Vor dem Gerichtsgebäude versammelten sich hunderte Unterstützer der Angeklagten. Sie sprechen von einem Schauprozess. Es kam zu Rangeleien mit der Polizei. Mehr als 120 Demonstranten wurden festgenommen. In Venezuela ist es auch heute wieder zu Protesten gekommen. Seit Tagen demonstrieren Studenten und Oppositionsanhänger gegen die hohe Inflation, die steigende Kriminalität und die verbreitete Korruption. Die Regierung setzt nun Spezialeinheiten ein. Bislang sind bei den Unruhen mindestens 4 Menschen getötet und mehr als 40 verletzt worden. Für morgen haben die Anhänger und Gegner der Regierung erneut zu Protestmärschen aufgerufen. Die Bundestagsabgeordneten bekommen künftig deutlich mehr Geld. Der Bundestag beschloss mit der Mehrheit der Großen Koalition eine Erhöhung der Diäten in 2 Schritten um insgesamt rund 10%. Anschließend orientieren sich die Diäten an der allgemeinen Lohnentwicklung. Für die Gesetzesvorlage votierten 464 Parlamentarier. Damit stimmten nicht alle Abgeordneten von Union und SPD mit Ja. Es gab 115 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen. Diese Entscheidung ist unpopulär. Vom kommenden Jahr an bekommen die Abgeordneten deutlich mehr Geld vom Steuerzahler. Seit Jahren gibt es Bestrebungen, dass Abgeordnete genauso viel verdienen sollen wie Bundesrichter. Jetzt hatten es die Regierungsparteien eilig. Sie haben diese Diätenerhöhung schnell durchgesetzt und sich vor denen gerechtfertigt, die sie zahlen müssen. Wir hatten 20 Jahre nicht den Mut, vor den Wähler zu treten und diesen Beschluss zu vollziehen. Feigheit vor den Wählern nenne ich sowas. Wir hätten das vor 20 Jahren schon machen müssen. Die Diäten werden in 2 Schritten von derzeit 8.252 Euro auf 9.082 Euro ansteigen. Das ist eine Erhöhung um rund 10% bis zum 1. Januar 2015. Die Opposition hat dagegen gestimmt. Die Grünen waren verärgert, weil die Große Koalition das unliebsame Thema nun im Eilverfahren durchgepeitscht und dabei so wenig Raum für eine öffentliche Debatte gelassen hat. Diese Eile zeigt oder atmet ihr schlechtes Gewissen, ihre Furcht. Und dann müssen Sie auch nicht wundern, dass Sie deshalb gebissen werden in der Öffentlichkeit und von uns. Die Linken sagen, sie wollten das zusätzliche Geld vom Steuerzahler vorerst gar nicht haben. Sie kündigen an, 100.000 Euro zu spenden und rühmen sich, dass sie die Einzigen sind. Mit Imagepflege habe das nichts zu tun. Gehen Sie mal in der CDU und sagen Sie denen, das ist gut fürs Image. Da werden die Ihnen aber was erzählen. Die Regierungsparteien rechtfertigen sich. Es würden ja auch die Ansprüche auf Altersbezüge leicht abgesenkt werden. Der Flughafen Frankfurt am Main ist am Nachmittag für Passagiere weitgehend gesperrt worden. Weil das Sicherheitspersonal in den Warnstreik getreten ist, können nach Angaben der Bundespolizei nur noch Reisende kontrolliert werden, die in Frankfurt umsteigen. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, um einen einheitlichen Stundenlohn von 16 Euro durchzusetzen.
Entnervte Fluggäste, aggressive Stimmung. Mehrere 10.000 Passagiere sitzen fest. Der Streik der Sicherheitskontrolleure führt zu chaotischen Verhältnissen am größten deutschen Luftfahrtdrehkreuz. Seit Mittag sind alle Kontrollstellen dicht. Nur Umsteiger im Transit kommen weiter. Viele Reisende sind sauer. Das ist eine Nötigung für mich, das, was die Leute hier machen. Die Leute fallen reihenweise um und kippen aus dem Latschen. Das ist eine Zumutung. Einige wenige Passagiere konnten auf die Bahn oder auf andere Airports ausweichen. Viele andere sitzen fest. Sie müssen unfreiwillig in Frankfurt übernachten. Wer, sag ich mal, hier einen ganztägigen Warnstreik an einem der verkehrsreichsten Tage in der Woche ankündigt, der nimmt billigend in Kauf, dass die Situation, so wie wir sie heute erlebt haben, eintritt. Die Gewerkschaft Verdi hat die Kontrolleure aufgerufen, ihre Arbeit bis 23 Uhr ruhen zu lassen. Verdi fordert einen einheitlichen Stundenlohn von 16 Euro. Tarifgespräche stocken. Die Streikauswirkungen haben selbst die Gewerkschaft überrascht. Wir hätten nicht damit gerechnet, dass heute so viele Passagiere hierher geholt werden, sondern dass eher, wie ja normalerweise, auf die Bahn umgeleitet wird und so weiter und so fort. Das ist halt einfach auch eine Frage, wurde das ernst genommen? Bis zur nächsten Tarifrunde Anfang März soll es keine weiteren Streiks geben. Um 23 Uhr endet der Streik, aber das wird nicht wirklich für Entlastung sorgen. Dann gilt das Nachtflugverbot. Die Auswirkungen werden also auch noch morgen spürbar sein. Viele Reisende können nicht verstehen, dass ein Tarifpoker einmal mehr auf ihrem Rücken ausgetragen wird. Der deutsche Biathlon-Star Efi Sachenbacher-Steele ist bei den Winterspielen von Sotschi des Dopings überführt worden. Wie der Deutsche Olympische Sportbund mitteilte, soll es sich dabei um ein Stimulanzmittel handeln. Sachenbacher-Steele war bereits während der Winterspiele 2006 in Turin unter Dopingverdacht geraten. Ihr letzter Auftritt bei Olympia gestern beim Training, Efi Sachenbacher-Steele. Heute die Gewissheit, sie ist des Dopings überführt, in Sotschi positiv getestet auf ein Stimulanzmittel. Ganz offensichtlich handelt es sich um eine Stimulanz, das auch in Nahrungsergänzungsmitteln vorkommt. Efi Sachenbacher sagt, dass sie die Nahrungsergänzungsmittel, die sie zu sich genommen hat, entsprechend hat prüfen lassen. Sie kann sich aktuell überhaupt nicht erklären, wie es deswegen zu dieser positiven Probe kam. Mehrere hundert Dopingfälle gab es in den vergangenen Jahren mit der Stimulanz Methylhexanamin. Oft wird sie illegal Nahrungsergänzungsmitteln beigemischt. Der Fall Sachenbacher-Steele ist trotzdem ein klarer Dopingfall. Ein italienischer Bobfahrer wurde ebenfalls positiv in Sotschi getestet und nach ARD-Informationen auch ein Langläufer oder eine Langläuferin aus Osteuropa. Derweil kündigte heute der Bundesjustizminister an, worauf viele im Anti-Doping-Kampf in Deutschland lange gewartet haben. Wir wollen ein Anti-Doping-Gesetz. Wir wollen, dass in Zukunft diejenigen, die dopen, aber auch diejenigen, die Dopingmittel besitzen und damit handeln, bestraft werden. Und zwar mit Haftstrafen von bis zu 5 Jahren. Es ist ein denkwürdiger Tag für den deutschen Sport. Der erste deutsche Dopingfall bei Olympischen Spielen seit der Wiedervereinigung. Und ein Vorstoß für ein Anti-Doping-Gesetz, das eben auch den dopenden Sportler unter Strafe stellt. Am Ende könnte dieser Tag auch noch etwas Gutes haben für den Anti-Doping-Kampf in Deutschland. Unter dem Eindruck des Dopingfalls kamen die deutschen Biathletinnen heute im Staffelwettbewerb nur auf einen enttäuschenden 11. Platz. Damit kehren die DSV-Damen erstmals ohne Biathlon-Medaille von Winterspielen zurück. Auch Maria Höfel-Riesch blieb bei ihrem letzten Olympiarennen ohne Medaille. Beim Slalom verpasste sie im zweiten Durchgang einen Podestplatz. Es hat nicht sollen sein. Jedenfalls nicht heute. Keine Medaille im letzten Rennen für Maria Höfel-Riesch. Der zweite Lauf ist nicht der Lauf der Deutschen, sie wird Vierte. Die Österreicherinnen Marlies Schild und Katrin Zettel gewinnen Silber und Bronze. Michaela Schifrin aus den USA verteidigt ihren Vorsprung aus dem ersten Lauf und wird Olympiasiegerin. Nach Gold und Silber in Sotschi geht Maria Höfel-Riesch heute leer aus. Wenn es dann davor schon so gut gelaufen ist, dann ist es nicht ganz so schlimm. Aber trotzdem Vierter zu werden beim Großereignis, das schmerzt natürlich schon. Frust und Entsetzen im deutschen Biathlon-Team. Dem Dopingfall folgt die Pannenstaffel der Frauen. Franziska Preuß stürzt schon nach 2 Minuten. Dann fehlt ihr ein Stock. Sie kämpft mit dem Schnee und mit der Waffe, schießt zu Beginn 3-mal daneben. Die deutschen Biathlon-Frauen landen abgeschlagen auf Platz 11 und fahren erstmals ohne Olympiamedaille nach Hause. Gold gewinnt die Staffel aus der Ukraine, ihre erste Goldmedaille in Sotschi. Nach den Unruhen in ihrer Heimat widmen die Biathletinnen diesen Sieg der gesamten Ukraine. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 22. Februar.
Morgen erwartet uns noch wechselhaftes Wetter. Der hohe Luftdruck kann sich noch nicht durchsetzen, wird am Sonntag aber kräftiger und beschert uns zum Wochenbeginn verbreitet Sonnenschein. Im Osten und Südosten ist es heute Nacht meist bewölkt. Regen oder Schnee fällt vor allem in Südostbayern, sonst teils wolkig, teils klar, später örtliche Nebelfelder. Der Schneefall an den Alpen lässt morgen nach und dann erwartet uns in der Südosthälfte eine Mischung aus Sonne und Wolken. In der Nordwesthälfte werden die Wolken aber wieder dichter und es fällt gebietsweise Regen. Im Bergland ist Schnee dabei. Der Südwestwind weht schwach bis mäßig, im Norden und Nordwesten frisch mit stürmischen Böen an der Nordsee. Dort heute Nacht bis 5, im Schwarzwald dagegen bis minus 3 Grad. Morgen Temperaturen von 4 Grad in der Eifel bis 11 Grad in Sachsen. Am Sonntag erwartet uns eine Mischung aus Nebel, Wolken und Sonne. Die kommt am Montag nach Nebelauflösung fast überall zum Zuge und es wird sehr mild. Der Dienstag bleibt Richtung Osten noch freundlich, während sich von Westen wieder Regen ausbreitet. Um 22.45 Uhr begrüßt Sie Thomas Roth zu diesen Tagesthemen. Einigung in Kiew, bringt der Kompromiss den Frieden? Reportagen, Berichte und ein Interview mit Außenminister Steinmeier zur Lage in der Ukraine. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.